Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Learn. In diesem Video geht es um die Nullstellen einer quadratischen Funktion, um genauer zu sein, wie berechne ich eigentlich die Nullstellen einer quadratischen Funktion und somit natürlich um das Lösen von quadratischen Gleichungen. Ich habe hierzu eine GeoGebra-Datei vorbereitet und ich möchte euch drei Fälle, also drei von vier Fällen gibt es, die man beachten muss und ich möchte euch drei Fälle vorstellen, wo man nicht die PQ-Formel braucht. Man kann sie aber sehr wohl natürlich nutzen für diese Fälle. Ich glaube allerdings, dass man ohne die PQ-Formel schneller vorankommt. Und der vierte Fall, nämlich dann, wenn man die PQ-Formel einsetzen kann, den betrachte ich in einem extra Video. Dazu wird es also nochmal ein separates Video geben in Anschluss an dieses. Doch betrachten wir jetzt also erstmal die drei Fälle, wo man die PQ-Formel nicht braucht. Ich habe hier oben die allgemeine Form nochmal immer hingeschrieben. Die allgemeine Form einer quadratischen Funktion f von x gleich ax² plus bx plus c, mit der Ausnahme natürlich, dass a ungleich 0 sein darf, weil sonst natürlich das quadratische Glied hier wegfällt und man hat nur eine lineare Funktion. Und die drei Fälle unterscheiden sich darin, welche Glieder noch da sind. Also jetzt momentan der Fall 1, da betrachten wir f von x gleich ax², sprich für b wurde eine 0 eingesetzt, das lineare Glied ist weg und das absolute Glied ist auch weg, für c wurde 0 eingesetzt und ich kann in dieser GeoGebra-Datei für a über einen Schieberegler wieder Zahlen einsetzen, minus 0,5 habe ich jetzt gerade und ihr seht hier als zweites immer f von x ist gleich minus 0,5x². Und der Graph dieser Funktion wird auch immer gleich angezeigt, damit wir den auch gleich anschauen können. Hier unten ist er. Und innerhalb dieser Fälle, also jetzt hier in diesem Fall 1, ist die Vorgehensweise immer exakt dieselbe. Im Fall 2 dann auch und im Fall 3 dann auch. Und deswegen habe ich diese Rechnung hier auch schon mal vorbereitet. Ihr seht sie hier in blau. Das ist die komplette Rechnung. Hier hinten kommen dann die Nullstellen raus. Und wie man es aus der Mathematik kennt, mit einem kleinen Strich und die Operation, die man macht, um in die nächste Formel zu gelangen, habe ich in Rot hier geschrieben. Das gilt auch für alle drei Fälle. Betrachten wir also nun erstmal den Fall 1. Also, es gibt nur das quadratische Glied, ax². Ich möchte zunächst erstmal meinen Schieberegler ein bisschen variieren, damit ihr seht, wie sich der Graph verändert. Ich gehe mal Richtung minus 5 und jetzt in die Richtung plus 5. Und ich glaube, man kann eines ganz genau sehen. Egal, welchen Wert a hat. Ich habe an der Stelle hier immer eine doppelte Nullstelle bei 0. Also der Graph schmiegt sich immer im Koordinatenursprung der x-Achse an. Und das kann man auch mathematisch natürlich zeigen. Also wir gucken uns jetzt die Funktion minus 0,5x² mal an. Wie gesagt, gilt für alle a's. Der mathematische Ansatz für eine Nullstelle ist f von x gleich 0, denn ich möchte, dass die Funktionswerte 0 sind bei einer Nullstelle, sprich die y-Achse oder der Eintrag der y-Achse sollte 0 sein. Und dann kann ich natürlich diese 0 auch für mein f von x einsetzen. Erhalte dann 0 ist gleich minus 0,5x². Und ich möchte natürlich als erstes mal, möchte ich dieses minus 0,5 wegbekommen, weil ich ja mein x nachher alleine stehen haben möchte. Das mache ich, indem ich dadurch teile. Dann habe ich 0 geteilt durch minus 0,5. Und das ist natürlich immer 0, denn 0 geteilt, egal wodurch ich teile, ist 0. So dass ich tatsächlich hier 0 ist gleich x² noch stehen habe und ich möchte jetzt x alleine stehen lassen, das heißt, ich muss mein x Quadrat wegbekommen, das mache ich durch die Wurzel und dazu sei noch eins gesagt, wir stellen uns einfach mal vor, ich setze hier für x gleich 2 ein, dann hätte ich ja 2 mal 2, also 2 hoch 2 gleich 4 und wenn ich minus 2 einsetzen würde, hätte ich minus 2 mal minus 2, das ergibt eben auch 4. Sodass, wenn ich diesen Schritt hier mache
immer zwei Ergebnisse rausbekommen. Hier oben habe ich es mal geschrieben. Ich bekomme nämlich plus minus Wurzel, in diesem speziellen Fall plus minus Wurzel 0 für mein Ergebnis raus. Nun, die Wurzel von 0 ist immer 0. So erhalte ich hier plus minus 0 ist gleich x. Und das ist natürlich auch sinnvoll, obwohl man es nicht so schreibt. Also ich könnte jetzt quasi für mein x plus 0 einsetzen, als auch minus 0 einsetzen. Und in beiden Fällen würde mein f von x zu 0 werden. Also ich hätte eine Nullstelle. Also aus dieser Rechnung folgt mathematisch, dass es ein mathematisches daraus folgt. x1, 2 gleich 0. Und der Mathematiker ist ja immer ein bisschen faul. Der schreibt an dieser Stelle nicht x1 gleich 0 und x2 gleich 0, sondern kürzt da ab und schreibt x1, 2 gleich 0. Und egal, was ich hier für a einsetze, gucken wir mal hier oben. Ich teile also immer hier unten nur 0 geteilt durch diesen Wert, den ich einsetze. Da kommt immer 0 raus. Also das, was wir jetzt gerade gerechnet haben, gilt für jeden Fall, wo wir nur ax Quadrat über haben. Kommen wir nun zum zweiten Fall. Der zweite Fall ist, ich betrachte f von x gleich ax Quadrat plus bx, sprich nur mein Absolutlied fehlt. Ich habe hier auch wieder für a minus 0,5 eingesetzt und für b 5 eingesetzt und halte dadurch diese Funktion. F von x ist gleich minus 0,5 Quadrat plus 5x. Auch hier ist natürlich der mathematische Ansatz wieder f von x ist gleich 0 und ich kann natürlich dann 0 für f von x einsetzen und erhalte 0 ist gleich minus 0,5x Quadrat plus 5x. Und an dieser Stelle möchte ich euch ganz kurz was am Funktionsgraphen zeigen. Ich variiere jetzt mal meinen b von 5 bis minus 5 und ihr schaut euch bitte mal den Funktionsgraphen an. Und man konnte, glaube ich, deutlich sehen, eine Nullstelle bleibt immer bei 0. Dasselbe mache ich nochmal kurz mit dem Parameter a. Und auch hier kann man sehen, eine Nullstelle bleibt immer bei 0. Also betrachten wir eine solche Funktion oder den Typ, dann können wir sagen, eine Nullstelle ist immer bei 0. Und auch das lässt sich hier natürlich mathematisch zeigen. Ich habe hier ein x-Quadrat links vom Plus, ein x rechts vom Plus. Naja, ich kann also ein x ausklammern, also ich kann hier faktorisieren an der Stelle, indem ich hier durch x teile und hier durch x teile, minus 0,5 x Quadrat geteilt durch x wäre minus 0,5x und 5x geteilt durch x wäre 5 und damit die Gleichung natürlich wieder gleich ist, müssen wir einmal hier vorne das noch das x mal hinschreiben und überprüfen kann man es relativ gut, indem man den umgekehrten Weg wieder geht. Also man überprüft x mal minus 0,5x wäre wieder unser minus 0,5x Quadrat und x mal 5 wären die 5x. Ich habe also an der Stelle ein x ausgeklammert und wenn man sich jetzt vorstellt, ich würde für dieses x 0 einsetzen, dann ist egal, was in dieser Klammer steht, denn 0 mal irgendetwas ergibt immer 0 und das erklärt auch, warum immer eine Nullstelle bei 0 ist. Denn bei diesem Aufbau hier oben kann ich immer ein x ausklammern und halte immer die erste Nullstelle bei 0. Und die zweite Nullstelle erhält man, indem man die Klammer quasi 0 setzt. Also wenn hier bei der Klammer 0 rauskäme, dann wäre auch egal, was hier auf der Seite steht. Denn egal, was da steht, mal 0 ist natürlich auch wieder 0. Betrachten wir also hier drüben jetzt in einem zweiten Schritt 0 gleich minus 0,5x plus 5, also die Klammer soll 0 gesetzt werden. Ich möchte als erstes hier das plus 5 wegbekommen, nehme 0, minus 5, dann habe ich hier minus 5 gleich minus 0,5x. Zweiten Schritt,
die minus 0,5 weg, geteilt durch minus 0,5. Dann habe ich hier minus 5 geteilt durch minus 0,5. Das ergibt 10. Also 10 gleich x. Und wenn ich das als Nullstelle wieder schreibe, dann folgt daraus die zweite Nullstelle. x2 ist gleich 10. Auch das gilt, also sowohl die Rechnung als auch die Aussage, für beliebige Formen dieser Gleichung. Das Einzige, was natürlich variiert in Abhängigkeit, welches b ich oder a ich einsetze, ich zeige das mal. Also wenn ich etwas andere Bs oder etwas andere As einsetze, ändern sich natürlich auch oder ändert sich natürlich auch die zweite Nullstelle. Die erste bleibt immer bei 0, die zweite ändert sich. Ich gehe hier nochmal zurück wieder auf die 5. Und dann betrachten wir nochmal den dritten Fall. Der dritte Fall ist von der Form f von x gleich ax² plus c, sprich das lineare Glied hier oben fällt weg, b ist also gleich 0. Und was wir hier sehen, ist natürlich die Normalparabel gestaucht oder auch weniger gestaucht und nach oben und unten geöffnet. Und sie ist etwas auf der y-Achse verschoben, aber es bleibt bei diesen Änderungen der Normalparabel. Ich zeige es nochmal ganz kurz, indem ich den a variiere. Und ihr seht, das ist die Normalparabel mehr oder weniger gestaucht durch den Parameter a. Und die Öffnung ist natürlich variiert nach oben und nach unten. Und durch den Parameter c verschiebt sie sich auf der y-Achse. Was man aber sehen konnte, ist, glaube ich, also wir nehmen mal den Fall, dass es Nullstellen gibt. Man hat gerade schon gesehen, es kann auch keine Nullstellen geben. Aber sie werden immer an derselben Stelle sein. Also es wird derselbe Wert, dieselbe Zahl hinten rauskommen. Nur einmal mit einem positiven Vorzeichen, einmal mit einem negativen Vorzeichen. Da nämlich der Scheitelpunkt immer hier bei 0 bleibt auf der y-Achse. Also er bleibt bei x 0 und verschiebt sich auf der y-Achse. Und durch die Symmetrieeigenschaften der quadratischen Funktion ist dann die Entfernung zur ersten und zur zweiten Nullstelle genau dieselbe. Kommen wir aber zum Rechnerischen. Momentan betrachten wir f von x gleich minus 0,5x² plus 5. Der mathematische Ansatz für Nullstellen bleibt natürlich f von x gleich 0. Das setzen wir ein und erhalten 0 gleich minus 0,5 x² plus 5. Das plus 5 würde ich an dieser Stelle auch ganz gerne wieder als erstes wegbekommen durch minus 5. Dann habe ich minus 5 ist gleich minus 0,5 x² als zweites bitte das minus 0,5 weg, indem ich teile hier durch diesen Wert. Dann bleibt minus 5 geteilt durch minus 0,5. Das ergibt 10. Steht hier 10 ist gleich x². Hier wieder aufpassen, wenn ich die Wurzel ziehe. Es kann zwei Ergebnisse rausbekommen, kommen. Plus minus Wurzel 10 nämlich, ne, für x. Und die Wurzel aus 10 ist 3,16, sodass da rauskommt plus und minus 3,16 für die Nullstellen. Hier unten folgt daraus, die erste Nullstelle ist also bei 3,16 und die zweite Nullstelle x2 bei minus 3,16. Soweit, wenn es Nullstellen gibt. Jetzt haben wir gerade gesehen, als ich den Graphen so ein bisschen hin und her geschoben habe, es gibt auch Möglichkeiten, dass es keine Nullstellen gibt. Und man könnte sich ja die Frage stellen, woran sehe ich das eigentlich mathematisch? Das zeige ich euch mal. Ich mache für c jetzt mal minus 5 und ihr seht am Graphen der Funktion schon deutlich, jetzt gibt es keine Nullstellen mehr. Und an dieser Stelle sehen wir das das erste Mal. Es hat sich jetzt so minus 10 ergeben in meinem Term. Und minus 10 gleich x². Jetzt müsste ich an dieser Stelle die Wurzel ziehen. Ihr seht das hier oben. Aber wir dürfen nicht aus einer negativen Zahl die Wurzel ziehen. Das heißt, an der Stelle geht es nicht weiter. Es gibt keine Lösung. Hier endet es. Und wir haben einen Widerspruch. Und ihr seht das hier unten auch GeoGebra.
zeigt keine Nullstellen an. Da sie noch natürlich x1 gleich und x2 gleich steht, das ist Text, der bleibt, aber die Zahlen fehlen natürlich. Das heißt, wenn ich an dieser Stelle, wo ich die Wurzel ziehen möchte, ich gucke nochmal hier, wenn ich da eine negative Zahl unterhalb der Wurzel habe, ist das ein Zeichen für mich, dass der Graph keine Nullstellen hat. Ich kann ja mal ein bisschen weiter ins Positive gehen. Ihr seht, das bleibt die ganze Zeit so. Dieser Wert hier bleibt negativ, somit bleibt es hier oben ein negativer Wert unterhalb der Wurzel. Und erst, ich mache es mal ein bisschen langsamer, wenn ich wieder ins Positive gehe, 0,6 kommt jetzt hier raus. Da kann die Wurzel wieder rausgezogen werden, dann habe ich auch wieder Nullstellen. Ihr könnt also auch relativ schnell mathematisch sehen, wenn es so einen Widerspruch gibt, dann gibt es jetzt hier halt keine Nullstellen. Der vierte Fall, den ich noch betrachten möchte, ist dann eben, wenn tatsächlich alles da ist. Also wir haben eine Funktion f von x gleich ax Quadrat plus bx plus c. Dann lohnt es sich nämlich, die PQ-Formel anzuwenden. Das würde ich ganz gerne in einem weiteren Video machen, um genau zu einem nächsten Video. Für heute soll Schluss sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein.